Hallo und herzlich willkommen in Agitaria 51. Tut mir arschleid, dass du so lange auf neuen Stoff warten musstest. Aber ich war die letzten 2 Monate mit Batman und Robin unterwegs. Und wir haben zusammen viele, viele spannende Abenteuer erlebt. Zu viele Abenteuer für nur ein Video. Deshalb zeige ich dir in diesem und 2 weiteren in Kürze erscheinenden Videos nicht nur 10, nicht 20, 30, 40, 50, nein, sondern 51 Guitaria 51, 51 Licks, Riffs, Tricks und kurze Instrumentalstückchen mit der genialen Hybrid-Picking-Technik, welche mein eigenes Gitarrenspiel komplett auf den Kopf gestellt und um extrem viele und saugeile Möglichkeiten bereichert hat. Und ich schwöre dir, dass ich mit dieser Spieltechnik garantiert auch für dich vollkommen neue Horizonte auf der Gitarre eröffnen werde. Da ich leider nicht weiß, für welche Musikrichtung dein Herz brennt, zeige ich dir in diesem 3-teiligen AX-File unterschiedliche Griffbrettabenteuer mit Batman und Robin quer durch die Stilistiken Blues, Pop, Country, Rock, Metal und auch ein bisschen Klassik. Um dich für diese geniale Anschlagtechnik zu begeistern und dich mit größtmöglicher Sicherheit irgendwo da draußen abzuholen. Und in diesem ersten Teil treffen Batman und Robin, ich und natürlich auch du auf den berühmt-berüchtigten Mr. Blues. Irgendwo auf diesem Planeten befindet sich eine streng geheime Forschungseinrichtung, die sich mit mysteriösen Gitarrenphänomenen aller Art befasst. Ihr Name? Guitaria 51. Ständig im Einsatz und immer der Gefahr ausgesetzt, als Maulwurf enttarnt zu werden, verrate ich dir unsere größten Geheimnisse. Batman und Robin! Wow! Hybrid-Picking, was für ein geiles Zeug. Aber was bedeutet eigentlich Hybrid? Hybrida aus dem Lateinischen bezeichnet ein Mischling, ein Bastard, ein Freiwillkind. Ist nicht von mir, ist von Wikipedia. Ich habe gegoogelt. Wir alle kennen Hybridautos, die mit fossilen Brennstoffen Wasserstoff oder auch Strom fahren. Auch bereits früher gab es schon Dampfsegelschiffe. Wir hier, zum Beispiel in der Guitaria 51, beziehen einen Großteil unseres Stroms aus der Energiezelle des Raumschiffs, welches 1947 irgendwo da oben, 60 Meter über uns, abgestürzt ist. Keine Ahnung, wie das Scheißding funktioniert. Läuft aber schon zuverlässig seit fast 75 Jahren. Und die Computer und auch alle Effektgeräte und auch die Kaffeemaschine im Pausenraum, die speisen wir mit dem Strom, den wir in Hangar 9 oben gewinnen. Indem wir 60 Tonnen Nacktschnecken über einen Fußballfeld großen Flächendynamo kriechen lassen. Okay, zurück zu Batman und Robin. Warum sind Batman und Robin auf ihren Missionen eigentlich so erfolgreich? Richtig, sie sind zu zweit. Und genau deshalb beschäftigen wir uns in diesem und in 2 weiteren Folgen dieses Dreiteilers ausschließlich mit der Ursuppe. Also, Batman und Robin. Also bedeutet für uns Gitarristen, dass wir mit dem Plektrum und den Fingern spielen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was dir denn diese Hybrid-Picking-Technik überhaupt bringen soll. Okay, pass auf. Und stell dir mal vor, du willst schnelle Tonfolgen auf 2 unterschiedlichen Saiten spielen. Oder 2 weit außen anliegende Saiten gleichzeitig zupfen. Natürlich kannst du das auch mit den Fingern machen. Aber wenn du auf dein Plektrum nicht verzichten möchtest, ist das nicht möglich. Außerdem hast du mit einem Plektrum einen viel knackigeren Sound auf den Bass halten. Und ich verspreche dir, wenn der Hybrid-Picking-Kram erst einmal sitzt, ist der zeitliche Übungsaufwand für viele Dinge extrem gering. Und du wirst erfreut feststellen, dass du dich auch nicht mehr so stark konzentrieren musst, als würdest du nur mit einem Plektrum unterwegs sein. So, und für den Einstieg in die Welt des Hybrid-Pickings zeige ich dir jetzt aus dem Koffer von Mr. Blues 15 Riffs, Licks, und coole Ideen. Und einen Kultsong, der sich hervorragend für das Spielen mit dieser Technik eignet. Aus Zeitgründen verzichte ich hier ausnahmsweise auch mal auf theoretische Erklärungen, weil es hier vornehmlicherweise um die Technik geht. Natürlich blende ich Tabulaturen mit Bundnummern ein und so.
wenn du zum Bäcker gehst und dir ein Brötchen kaufst, dann fragst du doch auch nicht, was da drin ist und wie lange das im Ofen war oder was. Die Tabulaturen zu jedem Beispiel habe ich von Hand geschrieben. Dann analog abfotografiert. Und danach den Nacktschnecken in Hangar 9 zu fressen gegeben, damit ich keine Spuren hinterlasse. Du kannst dir den ganzen Kram natürlich wie immer kostenlos als sauber gemündeltes PDF aus dem Guitaria 51 Archiv herunterladen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. So, starten wir jetzt mit unserem ersten ganz einfachen Beispiel aus dem Alltag von Mr. Blues mit 2Z. Als sich Batman und Robin das erste Mal in ihrem Hauptquartier der feuchtmodrig riechenden Batcave traf, machten wir eine kleine Jam-Session, uns musikalisch zu beschnuppern. Da ich die komischen Gruselschlager aus Gotham City aber leider nicht kannte und die beiden auch mein Zeug vorher noch nie gehört hatten, trafen wir uns in der goldenen Mitte. Und wo ist die? Ja, klar. Wir spielten natürlich einen 12-Bar-Blues. Und zwar mit dem Grundton E. Den kennt ja jeder. Übrigens, auch die Titelmelodie der Batman-Serie aus den 60er Jahren war nichts weiter als ein aufgepimpter Blues in G. Und um jetzt nicht noch mehr Zeit zu verplappern, das nervt dich wahrscheinlich höllisch. Und noch später, während ich die Hybrid-Picking-Ideen erkläre, verwende ich den neuen Telepathie-Modus. Was das ist, wirst du gleich erleben. Wie das funktioniert, darf ich dir leider nicht verraten, sonst müsste ich dich töten. Höchste Geheimhaltungsstufe. Okay, hier ist also ein stinknormaler 12-Bar-Blues in E. Und Idee 1 kommt ganz am Schluss. Ein ganz berühmtes Turnaround-Lick. Ja, vielleicht hast du Batman und Robin dort selbst ja schon mal getroffen. Vier Takte E. Das kannst du auch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Achtung, jetzt kommt ein A. Ich spiele irgendwas. Und wieder ein E. Zwei Takte. Achtung, E, Power Chord. Ah, und jetzt Turnaround. Und nochmal. Idee 2 ist ein ganz simples Single-Note-Blues-Riff. Hier mit dem Grundton A. 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Wie du sehen kannst, schlage ich immer mit dem Plektrum die A-Seite an und zupfe mit dem Mittelfinger die D-Seite. Ganz gleichmäßig. Das ist ein Shuffle. Ja, atme ganz ruhig weiter. Und dämpf doch mal die Saiten ab. Ja, mit der rechten Handkante mache ich das. Das nennt sich Palm-Muting. Das kannst du auch. Okay, ich glaube, das reicht. Zum Verinnerlichen unserer ersten Hybrid-Picking-Idee ist ein kompletter 12-Bar-Blues in A mit diesem Riff am besten geeignet. Okay, unser schönes Blues-Riff in A. Vier Takte. Achtung, für D gehst du einfach eine Seite tiefer. Zwei Takte A wieder. Achtung, ein Takt E. Ein Takt E, ein Takt A. Und für E einfach auf die E- und die A-Seite wechseln. Und wieder von vorne. Ich dämpfe wieder ab. Das solltest du auch tun. Ah, oh, ist das cool. Wieder unser D auf der D- und der G-Seite. Und wieder zurück. Ah, das reicht jetzt auch. Wenn die Idee 2 zu langweilig ist, dann kannst du das Riff auch mit Idee 3 durch einen Pull-Off auf die Leerseite D etwas aufpeppen. 1, 2, 3erlei, 4erlei, 1erlei, 2erlei, 3erlei, 4erlei, 1erlei. Wie du sehen kannst, ist es das Blues-Riff von eben. Ich ziehe jetzt nur bei den Tönen, die ich auf der D-Seite spiele, immer auf die leere D-Seite ab. Pull-Off eben. Das sind jetzt Triolen. Ja, ich weiß, langsam ist das auch nicht der Burner, aber du kannst das auch schneller spielen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt natürlich totaler Blödsinn, aber es soll ja zeigen, dass es überhaupt nicht anstrengend. Habe ich eigentlich den Herd ausgemacht? Ich glaube, ich muss mal scheißen. Okay, das läuft ja schon ganz gut. Pass mal auf, ich habe noch eine Idee. Fang mal ganz langsam an, werde dann etwas schneller und dann zum Schluss wieder langsam.
Das ist ein echter Klassiker. Eine tolle Übung und es kommt auch live sehr gut an, wenn du irgendetwas langsam anfängst und schneller wirst, zum Schluss wieder langsam und schlussig aufhörst. Wie zum Beispiel jetzt gleich, was mache ich denn? Einen A5-Powerboard. Genau, jetzt. Perfekt. Bei Idee 4 treffen wir auch den schlagkräftigen Bruder vom Pull-Off. Hier kommt Hammer-On. Nicht nur ein Hammer-On, sondern gleich zwei. Offene A-Seite Plektrum. Mittelfinger, linke Hand, Greifhand jetzt in diesem Fall. Auf das C, dritten Bund. Ja, dort ist die Mollterz. Und jetzt direkt dahinter, A, C, mit dem Ringfinger in den vierten Bund. Dort ist die Durterz, Cis. A, C, Cis. Dann sind wir mit der A-Seite durch. Jetzt kommt die D-Seite. Hier greifst du im zweiten Bund mit dem Zeigefinger wieder die Quinte E, welche du hier mit dem Mittelfinger zupfst. A, C, Cis, D. Die offene A-Seite kommt direkt dahinter mit dem Plek. So, und jetzt mit dem Ringfinger der linken Hand oder der Greifhand, mag ja auch die andere sein, hier deinen Ton Fis im vierten Bund der D-Seite und ab hier mache ich wieder im Telepathie-Modus weiter. Ganz langsam fängst du an. Okay. Fis, G. Achtung, gleich gehen wir auf die nächste Seite. Und zwar jetzt. Da holen wir uns mit dem Zeigefinger das A von der G-Seite und gehen dann wieder zurück und wieder von vorne. Und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und so weiter. Dann wirst du ein bisschen schneller. Ja, also es ist gut. Oh, es ist geil. Yeah, okay, spielen wir gleich einen Blues mit. Und zwar ein 12er Blues in A. Okay, du fängst bei A an und überträgst dann das Riff einfach auf die D und die G-Seite für D. Wieder zurück. Achtung, E, D, A und mach mit den Sackhänden zu. Idee 5 ist ein ganz beliebtes A-Dur-Akkordlick über zwei Seiten. Mit einem Minibari für deinen Zeigefinger. 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Den Bari hältst du die ganze Zeit gedrückt und spielst chromatisch zwischen dem zweiten und dem fünften Bund auf der B-Seite. Den ersten und letzten Ton spielst du doppelt, damit es so rhythmisch rund wird. Jetzt spiel doch mal mit Idee Nummer 6 dein cooles A-Dur-Akkordlick aus Idee Nummer 5, ebenfalls in D und E-Dur, über das komplette Griffbrett. Eins, zwei, drei, vier und eins. Dasselbe Lick wie eben, außer dass du den letzten Ton auf der B-Seite nur einmal spielst und dann, ja, auf D zu wechseln, das machst du schon auf der 4 und. Pass auf. 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Achtung, jetzt in den 14. Bund. Und 1. Richtig, gut. Idee Nummer 7 ist ein Upgrade deines Akkordlicks aus Idee Nummer 5. Über drei Seiten. 1, 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Okay, hier hast du einmal Bari auf dem Zeigefinger und auf dem kleinen Finger und holst dir noch das A von der dünnen E-Seite. Hier wird vorne und hinten kein Ton wiederholt. Auch hier kannst du wieder schneller werden und am Schluss wieder langsamer. Genauso. Auch mit Idee Nummer 7 kannst du über den kompletten Hals jagen. Eins, zwei, drei, vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins. Das Prinzip hier ist genau dasselbe wie beim ersten Akkordlick. Wechselt schon auf der 4 und, aber auf dem Rückweg, auf der B-Seite, schmeißt du einen Ton raus. Achtung, 14. Bund. Und eine Auflösung beim A. Jetzt. Der kleine Robin hat eine Blase, tut ein bisschen weh. Das Hybrid-Picking gefällt und
Batman-Robin-Abenteuer, Mr. Blues, dann freuen wir uns tierisch über den Daumen nach oben. Wenn du wissen willst, wenn der nächste Teil online ist, dann abonniere doch den Kanal und drück zur Sicherheit noch auf die Glocke. Dann sagt dir Batman sofort Bescheid. Für Idee 8 greifst du mit deinem Zeigefinger einen Vollbaret im fünften Bund und spielst dann mit dem liebsten Kind von Mr. Blues, der berühmten Box 1 der Amol-Blues-Skala, mit dem immer sich wiederholenden Pedalton A von der dünnen E-Seite. Okay, Barry. So, fünfter Bund. Den hältst du die ganze Zeit über gedrückt. Das ist eine hervorragende Übung, um den Abstand zwischen dem Plektrum und dem Mittelfinger zu kalibrieren. Spielst also deine Box 1 der Amol-Blues-Skala einmal hoch und wieder runter. Genauso. Perfekt. Und wofür du diesen Schwachsinn gebrauchen kannst, zeige ich dir jetzt mit Idee Nummer 9. 1, 2, 3, 4. Dreie ohne Vier ohne. Also zu dem Barret eine Kombination aus Hammer-Ons und Pull-Offs. Den ersten Takt spielst du dreimal. Und im letzten Takt gibst du eine schöne Auflösung auf einem A5 Power-Chord. Jetzt. Okay, drehen wir den Spieß bei Idee 10 doch jetzt mal um und verwenden immer das A von der fetten E-Bass-Seite als Pedalton. Dasselbe Prinzip wie eben, außer dass jetzt der Pedalton auf der dicken E-Bass-Seite sitzt und du mit dem Finger die Töne der Blues-Skala durchzupfst. Ganz langsam. Genau so. Gut. Ja, natürlich hat dieser Käse auch mehr Aroma, wenn du einen Riff daraus bastelst. Hier ist Idee Nummer 11. 1, 2, 3, 4. Dreie ohne Vier ohne. Genau dasselbe Prinzip wie beim ersten Lick. Hier auch wieder eine Kombination aus Hammer-Ons und Pull-Offs. Dreimal den ersten Takt und im letzten Takt wieder eine Auflösung auf dem A5 Powerchord im zweiten Bund. Jetzt! Super! Okay, bleiben wir noch etwas bei der Box 1 der Amol-Pentatonik. Mini-Barrets über zwei Seiten sind später zum Spielen wilder Soli extrem wichtig. Mit Idee 12 kommt jetzt ein super Workout dafür. Okay, mit dem kleinen Finger fange ich im 10. Bund an, dann gehe ich in den 8. Und von dort aus spiele ich die komplette Box einmal abwärts. Du kannst auch einzelne Finger nehmen für die Töne, aber ich nehme Barrets. Okay, und auflösen tust du es beim A. Gut. Idee 13 ist ein kleiner Ausschnitt aus dem weltberühmten Song von ZZ Top, LaGrange. Für das Riff nach dem Turnaround brauchst du allerdings noch Batmans Butler Alfred, deinen Ringfinger. Oh, für diesen Song gibt es Millionen Tutorials bei YouTube, aber es geht um das Prinzip. Dies ist übrigens das Riff, für welches du auch den Ringfinger deiner Anschlaghand brauchst. Yeah. Idee Nummer 14 ist das prägnanteste und wahrscheinlich nervigste Lick von Billy Gibbons, dem Gitarristen von ZZ Top. Vielleicht schaffst du es ja sogar, dieses Lick über die komplette Dauer eines ganzen Songs durchzuhalten. Dreierlei, viererlei, einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei, einerlei, zweierlei, drei. Okay, auch dieses Lick hat seinen Ursprung wieder in der Box 1 der Amol-Pentatonik. Ich spiel's ein paar Mal, wenn es so richtig nervt. Nochmal. Nochmal. Nochmal.
Nochmal. Nochmal, mir reicht. Die letzte Idee, Nummer 15 aus dem Köfferchen von Mr. Blues, ist der Riffteppich für einen kompletten Song. Und zwar Junior's Wailing, der Band Steamhammer. Dieser zwölftaktige Mollblues in A wird auch bei höheren Tempi durch den Einsatz der Hybrid-Picking-Technik zu einem entspannten Spaziergang über eine Frühlingswiese. Und 3 und 4 und 1 und 2 und wieder 3, 1 und 2 und wieder 3, 1 und 2 und wieder 3. Bei diesem Song sind die offen A und die D-Seite deiner allerbesten Freunde. Ja, achte genau auf die Anschlagrichtung beim A. Bei E greifst du jetzt gleich einen Zeigefinger Minibar B, damit du besser zum D kommst. Das ist ja schon merkbar. Danach wieder zum A, zweimal. Okay, und dann geht's wieder von vorne los. Ja, hallo? Was? Das ist eine Katastrophe. Echt jetzt? Mann. Ja. Ja, natürlich, komm sofort. Alles klar. Ja, ich nehme den Learjet. Ja. Logo, ich bin heute Nacht noch da. Ja, gut, wir sehen uns später. Bis dann. Jo, tschüss. Das war Batman. Mein Gott, ist der schnell. Der ist schon im nächsten Teil unterwegs. Und weißt du was? Lady Pop versucht gerade Hotel California mit einem Country Shred Lick zu spielen. Aber das muss ich mir angucken. Los, komm mit. Dann weißt du auch gleich, wo der Ausgang ist. Na komm. Komm mit. Ja. Komm hier entlang. Okay, wir sehen uns im nächsten Teil.